Dominik von How to be a Filmmaker und ihr habt uns gefragt, mit welcher Technik wir arbeiten. Und diesen Wunsch wollen wir euch erfüllen. Viel Spaß in dem Video. Was haben wir jetzt noch für kreative Spielzeuge? Ein kreatives Spielzeug zum Beispiel ist natürlich der DJI Osmo. Der Osmo ist sehr, sehr klein, ist ein Gimbal-System und es ist einfach toll mitzunehmen. Hat natürlich seine Grenzen. Sobald das Licht weggeht, sieht man das Bild immer mehr rauschen. Das ist zum Beispiel einer der Nachteile dieser kleinen Maschine. Aber um sie einfach mal mitzunehmen und dabei zu haben, wirklich klasse. Und es ist natürlich nicht schwer und passt in jeden Koffer. Das größere Pendant dazu ist mein DJI Ronin. Der Ronin ist natürlich ein Gimbal-System, wo ich jetzt alle möglichen Möglichkeiten habe, auf verschiedene Kameras das Ganze einzustellen. Wir benutzen großteilig dafür auch die Alpha 6300. Ganz einfach aus dem Hintergrund. Die FS7 ist natürlich riesig schwer, plus diesen Gimbal. Du brichst ja einfach den halben Rücken weg. Und deswegen nehmen wir natürlich immer die etwas leichtere Variante. Aber dadurch, dass ich das Menü extremst einstellen kann, dadurch, dass das so handlich ist, ist diese Art von Gimbal super. Das ist nicht die kleine Version, sondern das ist noch die etwas ältere, große Version. Das heißt, heute würde ich es jetzt noch mal kaufen, mir die M-Version natürlich holen. Wir haben auch noch 3, 4 Slider von verschiedenen Herstellern. Der für mich immer noch der beste ist einfach der Pocket Slider von Kessler. Der passt, sage ich mal, in jede Tasche rein. Er hält wirklich sehr, sehr viel aus und er passt einfach, ja, ich kann ihn sowohl für die große Kamera als auch für die kleine benutzen. Er ist sehr, sehr stabil und dadurch immer noch mein Lieblingsslider. Die Drohne, mittlerweile haben wir etwas aufgestockt. Wir haben vorher eine Phantom 2 gehabt, jetzt haben wir eine DJI Phantom 3. Wir oder ich sind jetzt keine großen Drohnenfilmer. Also ich benutze sie meistens wirklich nur, um, wenn wir jetzt bei einem Unternehmen zum Beispiel sind, einfach mal das Unternehmen, das Gebäude von außen zu zeigen oder für so kleinere Moves. Wobei ich immer sage, bei einer Drohne ist es nicht wichtig, wie hoch das Ding fliegen kann, sondern einfach, dass man diese Möglichkeit hat, Fahrten und Bewegungen zu machen, die man so normalerweise nicht hinkriegen würde. Das heißt also, über eine längere Strecke flach irgendwo drüber zu fliegen und dann als Beispiel aufzusteigen, irgendetwas zu eröffnen, dafür ist das wirklich toll. Natürlich, diese kleinen Drohnen haben ihre Grenzen. Ist überhaupt nicht, sage ich mal, mit einer großen Drohne zu vergleichen. Und die neuen Drohnen wie die Phantom 4 und so weiter haben natürlich nochmal eine etwas bessere Kamera. Aber für unsere Zwecke reicht das voll aus. Das Schöne ist, wir können alles übers iPad kontrollieren. Wir sehen, was wir machen. Das war ja der Nachteil der Phantom 2, dass ich dort quasi nur auf Sicht fliegen konnte. Und so weiß ich jetzt ganz genau, was ich filme, wie ich es filme. Und habe natürlich noch eine Vielzahl von Möglichkeiten, zum Beispiel auch mal um seinen Flug schon einzuspeichern, wie sie nachher fliegen soll. Das Licht wollen wir nicht vergessen. Wir haben verschiedene Leuchten. Wir hatten sehr, sehr lange Quarz 800er Scheinwerfer benutzt, die einfach sehr, sehr heiß werden, was so zum Nachteil ist. Dann sind wir umgestiegen auf diese Flächenleuchten, was ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Das sind jetzt heute nur noch eigentlich unsere Studioleuchten. Ich sag mal, sie werden nicht großartig warm. Sie sind kabelgebunden. Und ja, bringen halt nur Tageslicht, aber hier im Studio reicht es für uns völlig aus. Wir haben es auch sehr lange für Drehs benutzt, weil da hat es auch irgendwo ausgereicht, aber es ist, sag ich mal, sehr schnell an die Grenzen geschossen. Wir konnten das Licht nicht dimmen. Wir haben halt immer nur die Möglichkeit, Tageslicht zu benutzen. Die Dinger sind gerade nicht, ja, sind einfach nicht gerade klein. Und zum anderen natürlich, du musst immer an ein Kabel gebunden sein. Und mir ist einfach beim Dreh schon mal passiert, dass wir Stromausfall hatten und ja, wir konnten das Interview nicht weitermachen. Beziehungsweise unterwegs oder draußen ist es natürlich immer von Nachteil. Und deswegen haben wir jetzt auch irgendwann mal umgestellt auf LED-Light-Panels von Boning. Und die haben einfach den Vorteil, es gibt noch stärkere, aber ich finde, die sind für das, was wir machen, für Interviews und so weiter, sind die völlig ausreichend. Sie funktionieren mit ganz normalen Akkus, die auch bei Sony-Kameras funktionieren. Und das macht, sage ich mal, die Sache relativ preisgünstig. Sie sind Bicolor, das heißt, ich kann also die Farbtemperatur verstellen. Und sie sind einfach in diesem Set, so wie ich sie damals gekauft habe, in den Koffer. Sie sind sehr, sehr einfach mitzunehmen und das fand ich an diesem Set sehr schön. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Fragen, auch speziell jetzt mal zu der Technik, die ich benutze, habt, stellt sie mir einfach hier unten rein. Auch jederzeit andere Fragen und wir machen euch gerne ein Video dazu.